Frage ist heute, was hat sich geändert? Wer unterstützt Silvio Berlusconi? Wie funktioniert das System? Und auf diese Frage haben unsere Reporter in Rom, in Mailand und in Palermo Antworten gesucht. Unsere Reporter waren unterwegs und haben die wirtschaftliche Lage in der Türkei untersucht und die Frage, welche Verbindungen gibt es zwischen Staat und Religion? Nein, wir sind in Ankara und wir werden in Deutschland und in Frankreich gesehen, natürlich. Nein, Sie sind ja nun in sehr früher Jugend schon umgezogen mit Ihrem Vater, mit der Familie in eine sehr arme Region in Istanbul, haben dort auch für Ihr Studium auf der Straße Limonade, Kekse verkaufen müssen und diese Dinge. Sind Sie der Robin Hood der Türkei? Er hat ja nun nicht wie andere Parteien früher und andere Regierungen früher eine richtige Ideologie dahinter. Ich meine, die Partei, seine Koalition und Forza Italia ist ja letztendlich gegründet worden, um Silvio Berlusconi an die Macht zu bringen. Es gibt ja da keine gemeinsame Ideologie wie früher andere Parteien Italiens. Wir kommen noch zu einem anderen Signal für Demokratie und für einen demokratischen Prozess. Neben der Trennung von Gewalt in einem Staat ist es auch die Trennung von Staat und Religion, die wichtig ist. Die Türkei hat seit ihrer Gründung 1923 diese Trennung in ihrer Verfassung stehen. Und wir haben unsere Reporter Agnes Poirier und Jérôme Pain über den heutigen Weg der Türkei und ihren laizistischen Staat auf die Straße geschickt. Ich müsste mir das mal in Deutschland vorstellen. Nicht? Unser Bundeskanzler würde hingehen, würde ein Gesetz umbauen, das ihm Immunität gewährt und der halben Regierungsmannschaft während seiner Amtszeit. Ich müsste mir vorstellen, macht ein Gesetz, er dürfte Sat.1, RTL und noch ein paar andere Sender dirigieren. Wollen wir mal von Arte nicht reden. Und dagegen rührt sich kein Protest. Also ich meine, das würde in Deutschland nicht passieren. Das gibt es auf keinem Schiff bei uns in Deutschland. Wenn jemand wie in Italien bei so einem extremen Gefälle, auch die Arbeitslosenzahlen sind ja deutlich unterschiedlich, nicht? Im Landesdurchschnitt knapp 10%, in Süditalien 25 oder mehr, je nach Region, und daran nichts ändert, dann stellt sich bei mir die Frage, in Deutschland, entweder will er nicht oder kann nicht. Der Eindruck ist aber ein anderer. Es sind zurzeit vor der türkischen Küste, sind amerikanische Truppen bereits und warten, dass sie an Land gehen können, um von hier aus den Angriff gegen den Norden Iraks vorzubauen. Es geht ja nicht um die Landesverteidigung, sondern es geht darum, dass die Türkei ihr Territorium zur Verfügung stellt für einen Angriff für die Nordflanke gegen den Irak. Das reicht.